Im Jahre 476 seit ihrer Gründung kämpfte die junge römische Republik um ihre Unabhängigkeit und lag mit einer Koalition, die aus Porsenna, dem Führer der Etrusker, Stravos, dem Führer der griechischen Söldner, und Drusco, dem Führer einer Barbarenhorde, bestand, im Kampf. Unter dem Kommando von Horatio Coclite schicken sich die Römer an, eine letzte Schlacht auf der Pfahlbrücke zu schlagen. Ach, na endlich. Hat die Augen offen, ja? Das ist nichts Neues. Horatio Coclite macht es immer so vor einer Schlacht. Er erteilt die Befehle, macht es sich auf der Erde bequem und schließt die Augen. Da, sieh dir das an. Naja, genau genommen schließt er nur eins, denn er ist einäugig. Und wann muss man ihn wecken? Also wenn die Kavallerie der Barbaren sich in Bewegung setzt, wirbelt sie am Horizont eine ungeheure Staubmasse auf. Wenn die Etrusker Hilfe brauchen, bewegt sich der Staub von rechts nach links und unser Kommandant kann in Ruhe weiterschnarchen. Wir stören ihn also nicht und lassen ihn schlafen. Wenn sie dagegen keine Hilfe brauchen, kommt die Staubwolke auf uns zu. Dann greifen sie die Brücke an und versuchen, Rom zu besetzen. Ich glaube nicht, dass wir sie verteidigen können. Wir sind zu wenige. Coclite! Sie kommen auf uns zu. Da haben wir es. Sie! Schon gesehen. Auf eure Plätze! Ihr dürft keine Zeit verlieren! Hört mir gut zu. Schützt euch mit den Schilden und verhaltet euch so, dass unsere Feinde ihre Speere unnötig verschießen. Ein Römer kann nur als Held sterben, wenn er Zeit hat, sich zu schlagen. Aber wenn er sich sofort töten lässt, ist er ein Dummkopf. Du musst deine Stirn besser schützen. Vergesst die Befehle nicht. Im Falle einer Gefahr wird die Brücke zerstört. Das Zeichen? Auf die Plätze! Ihr dort! Ihr weicht ja nicht zurück! Decurio! Deine Tunika ist schmutziger als dein Gesicht. An Wasser fehlt es hier ja wohl nicht. Unter diesen Umständen... Stirbt man sauber. Sie da. Nein, wenn du ihn umbringst, ist er gekränkt. Was ist? Gibst du mir die Ehre? Mit Vergnügen! Barbar! Ich töte dich! Zum Fluss! Ich habe deine Befehle ausgeführt, Porsenna. Aber wir sind nicht rübergekommen. Sie haben die Brücke zerstört. Das ist unwichtig. Der Sieg ist vollständig. Wieso vollständig? Der wirkliche Sieg ist die Vernichtung unserer Feinde. Du meinst dein Sieg, Stravos. Meiner ist der Frieden. Drusco, du bist unser Verbündeter. Wie denkst du darüber? Und auch du, Rasnal, als unser Vizekommandant. Also, sprecht. Nein, wir haben nur zu gehorchen. Ah, seht mal. Ein schöner Haufen Sklaven. Wenn ein Musiker drunter ist, nehme ich ihn nicht. Porsenna schickt sie alle nach Rom zurück. Alle? Auch die Wehrtüchtigen? Dass sie sich wieder gegen uns bewaffnen können? Hätte ich das gewusst, hätte ich deine Befehle nicht befolgt. Das ist auch Unsinn. Es war ein Befehl von mir. Die etruskische Föderation will Rom nicht zerstören. Wir wollen sie nur zum Gehorsam gegen die Tarquinier zwingen, unsere Freunde, und uns auf diese Weise einen andauernden Frieden sichern. Rom selbst wird uns darum bitten müssen. Welche besseren Botschafter können wir entsenden als ihre besiegten und erniedrigten Soldaten? Ich wüsste keinen. Nun denn, wenn du so großzügig bist, warum schickst du nicht den da auch zurück? Ein gefangener Konsul ist etwas anderes. Man braucht ihn, um zu verhandeln. Schändlich, ihn so zu behandeln. Dieser Konsul war doch dein Freund, nicht wahr? Ja. Aber ich muss ihren Stolz brechen. Die Gefangenen werden von den erlittenen Demütigungen berichten. Manchmal erfordert die Politik undankbares Handeln. Porsenna! Erlaubst du mir die Gunst? Du hast meine Zustimmung. Danke. Danke auch dir, Rasnal. Hör mir gut zu, Drusco. Du bist ein großartiger Soldat und verdienst meine Nachsicht. Aber warte das nächste Mal meinen Befehl. Sicher, mache ich. Aber ich habe deine Gedanken gelesen, Porsenna. Du hattest den Befehl schon gegeben. Du bist sehr schlagfertig. Aber wenn du übertreibst, könntest du mich stören. Ich versuch's nicht zu tun. Und ich versuch dir zu glauben. Unerträgliche Erniedrigung. Warum kämpfen wir nicht weiter? Du, Lucio, gehörst zu denen, die sich bis zum Äußersten schlagen wollen, aber mit der Haut der anderen. Sieh dir das an, was aus unserem Heer übrig geblieben ist. Ein Waffenstillstand ist jetzt unumgänglich. Nein, das wäre unehrenhaft. Es wäre für Rom eine große Schande. Sollen alle unsere Männer umsonst gefallen sein? Wir müssen weiterkämpfen. Kämpfen auf unseren Straßen bis in unsere Häuser hinein, wenn es nötig ist. Das sei vernünftig, Clelia. Wir müssen uns neu organisieren, wenn wir gewinnen wollen. Wie sehen die Bedingungen aus für den Waffenstillstand? Wir haben keine Wahl, sie abzulehnen und auch nicht zu diskutieren. Uns bleibt nur eins. Wir müssen den Waffenstillstand annehmen. Was ist der Wille der Götter? Was sagen die Orakel voraus? Das ist ein günstiges Zeichen. Das hingegen ist ein ungünstiges Zeichen. Ihr solltet euch entscheiden, ihr Herren. Ihr müsst euch entscheiden. Porsenna, deine Wahrsager sind sich noch nicht einig. Die Raben fliegen weiter, dort oben. Ohne sich klar auszudrücken. Vielleicht ist ihre Meinung wichtig, aber für mich ist sie überflüssig. Du hättest den Waffenstillstand schon aushandeln müssen. Vielleicht ist Porsenna inzwischen zur Einsicht gelangt, dass es ein großer Fehler wäre, die Feindseligkeit nahezustellen. Das ist übrigens die allgemeine Meinung. Auch deine, Rasnal? Du entscheidest hier. Du allein. Wir haben ihn gefangen genommen. Es ist ein Römer, der dich töten wollte. Wirklich? Und warum? Damit das Schicksal Roms sich erfülle. 300 weitere Römer haben beschlossen, dich zu töten. Sollte es nötig sein, werden wir uns alle opfern. Bis zum letzten Mann. Gib her. Niemand mischt sich ein ohne meinen Befehl. Warte, lass ihn los. Rom schickt also Mörder statt Kriege. Wenn das deine Berufung ist, führ's aus. Worauf wartest du? Ich kann nicht. Das ist meine Hand, die ich nicht töten konnte. Absurd, aber erstaunlich. Du kennst die Prophezeiung, Porsenna. Die besagt, dass Etrurien 10 Jahrhunderte lang herrscht. Jetzt fängt unsere Ära an. Richtet ihn. Nein. Verbindet ihn lieber. Gebt ihm Mohnwein zu trinken. Dann leidet er weniger. Ich schließe Frieden. Ich muss dir etwas sagen. Du hast Angst. In deinem Lager von deinen Soldaten umgeben hast du Angst vor 300 Mördern, die sich in Rom versteckt haben. Griechenland hat nicht mit seinem ganzen Blut bezahlt, damit du den Drohungen eines Irren nachgibst. Rom ist eine junge Nation, die zu absurden, aber bewundernswerten Heldentaten fähig ist. Man darf sie nicht zerstören, sondern Freundschaft mit ihr schließen. Mit euch Etrusker natürlich, meinst du? Ich kehre zurück nach Griechenland. Nein, du wartest meine Befehle ab. Geh nach Rom und hole dir alles Gold, das du willst. Wie du siehst, bezahle ich. Drusco. Du begleitest Rasnal mit deiner Reiterei. Er wird über den Waffenstillstand verhandeln. Erste Bedingung, die Geiseln. Befehl, Zeichen zu geben. Endlich werde ich Rom sehen. Ich habe gehört, du bist schon dort gewesen. Ja, aber ich möchte nicht, dass man darüber spricht. Auch du nicht. Publikola, du bist römischer Konsul. In Anbetracht deiner Verwundungen und der Würde deines Amtes steht ein Pferd für dich bereit. Auch meine Männer sind verwundet und gehen zu Fuß. Meine Würde hast du mit Füßen getreten. Ich gehe auch zu Fuß. Ich spreche zu dir im Namen unserer alten Freundschaft. Der Krieg, den du uns aufgezwungen hast, hat alles getötet. Auch unsere Freundschaft. Auch deine Liebe zu Lucilla. Ist sie wohl auf? Ja. Aber sie hat viel gelitten. Durch eure Schuld. Wenn du sie siehst, sag ihr: Nein, noch ist nicht Frieden. Adieu. Nehmt eure Sachen zurück. Ich möchte nichts von dem, was ihr mir geschenkt habt. Nichts. Du bist jetzt frei. Ja, ich weiß, weil die meinen gesiegt haben. Indem ihr mir die Freiheit wiedergebt, habt ihr mir alles zurückgegeben. Ich brauche eure Sandalen mit den Goldschnüren nicht mehr. Da habt ihr sie. Ich ziehe es vor, mir die Füße zu verletzen. Wenn ich die Tunika auch von euch hätte, würde ich nackt weggehen, um euch nicht zu schulden. Lucilla, ich bitte dich, sie haben dich in dieser schändlichen Weise behandelt, weil du eine Nichte des Tarquinius und eine Verwandte des Porsenna bist. Und wenn eine Revolution ausbricht, gerät der Plebs außer Kontrolle. Das weißt du. Ich bitte dich, sei großzügig. Vergiss alles. Niemals. Ich beweine die Schwäche der meinen, die euch schonen, statt euch zu zerstören. Ich würde lieber sterben, als Rom auferstehen sehen. Coclite! Besserst du deine Brücke aus? Wie du siehst. Ich hatte eine schöne Falle für dich vorbereitet, aber deinem Pferd ist es gelungen, sie zu meiden. Ach ja? Mit diesem Waffenstillstand habe ich keine Hoffnung, dass es mir nochmal gelingt. Warum? Man kann nicht wissen. Du könntest dich nicht ein zweites Mal retten. Na dann hoffe nur darauf. Publikola. Konsul der Römer. Konsul der Niederlage. Bist du verletzt? Siehst du es nicht? Auch ich bin verletzt worden. Aber auf eine andere Art. Du bist im ehrenhaften Kampf verletzt worden. Ich in schändlichster Weise. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Vergiss mich. Vorwärts, weiter. Übel, diese Stadt. Weite Straßen, Steinhäuser, schöne Plätze. Wunderbar, wirklich. Hey, sieh mal, wie ernsthaft sie sind. Wie griechische Schauspieler. Achtung, es spricht der Chor. Konsul Publikola, Ehre sei mit dir. Der römische Senat und das römische Volk sind stolz auf dich. Hörst du sie? Keine Ehre, Brutus. Auch wir Konsuln haben den Krieg verloren. Einen Moment. Die Wagen sind falsch. Nein, ihr irrt euch. Es sind griechische. Und seit wann erlauben sich die Besiegten zu diskutieren? Du hast nicht das Recht zu... Ich nehme es mir. Sollen das die Geiseln sein? Das sind die ehrenwertesten Namen von Rom und unsere fähigsten Patrizier. Das habe ich erwartet. Das übliche Spiel. Ich kümmere mich darum. Ich werde mit meinen Soldaten Haus für Haus durchsuchen und die wehrhaftesten Männer ausfindig machen. Die Römer werden doch nicht so naiv sein und sich in ihren Häusern versteckt halten. Was nun? Ich glaube, wir müssen in der Umgebung, auf dem Lande nach ihnen suchen. In den Höhlen und in den Wäldern ringsum. Sieh, ein Reiter bewaffnet. Warte. Wer bist du? Eine Frau. Das sieht man. Und weiter? Eine Römerin, die die Barbaren aus ihrer Stadt vertreiben will. Gib mir die Hände. Beweg dich. Ein Schwert. Helm, Brustpanzer. Lächerlich. Wie solltest du das auch verstehen? Wohin wolltest du? Hier in die Nähe. Wohin wolltest du? Hier in die Nähe. Dann geh nur hier in die Nähe, bitte. Doch nicht allein, verstehst du? Steig auf dein Pferd. Eins, zwei, hoch! Es wird den Weg schon allein finden. Hier! Wirklich wunderbar, dieser Römer. Die Männer spielen Komödien und die Frauen Farcen. Ihr seid meine Gefangenen! Wer kommandiert sie? Du willst nicht antworten. Wie es scheint, hast du den kämpferischsten Ausdruck von allen, also musst du die Anführerin von ihnen sein. Ja, bin ich. Da wir nicht gekämpft haben, hast du nicht das Recht, mich zu entwaffnen. Mhm, ganz recht, ganz recht. Auf, folgt mir! Es wird euch nichts passieren. Wie heißt du? Clelia. Clelia? Was bedeutet das in eurer Sprache? Wölfin? Löwin? Tigerin? Idiotin bedeutet es, weil ich mich erwischen ließ. Und wie ist dein Name? Der ist sehr lang. Nachsichtiger Krieger. Gegenüber Mädchen, die mit Waffen hantieren. Und wie heißt das in Kurzform in deiner Sprache? Drusco. Drusco? Schon von gehört? Ja. Und was? Hm, weder gut noch schlecht. Sie sagen, du isst rohe Würmer. Ach ja? Ja, es ist wahr, ich esse Würmer. Ekelhaft. Manchmal. Sind das alle? Ja, leider. In den letzten Schlachten haben wir sehr viele tüchtige Männer verloren. Und was hast du mir zu sagen? Brutus hat dir schon geantwortet. Du willst nicht hören, was? Aber ich durchschaue eure Tricks. Ich werde nicht von Rom aufbrechen, ohne die vereinbarten Geiseln. Rasnal! Schau mal! Was ist denn das für ein Scherz? Was bringst du da? Alles Frauen? Nein, ich bitte dich. Adlige Mädchen, die Krieg spielen wollen. Ist das alles, was du gefunden hast? Ich habe sie mit der Waffe in der Hand überrascht. Sie haben die Abmachung gebrochen. Sie hätten die Waffen abliefern müssen. Und was machen wir jetzt? Wir sollten sie übers Knie legen und nach Hause schicken. So viele tüchtige Frauen und kein tapferer Mann. Wirklich? Es finden sich keine Geiseln? Wenn uns Rom keine Männer stellen kann, nehmen wir die Frauen mit. Wartet, wir führen eine Volkszählung durch. Wir werden sie finden. Ich garantiere euch, dass wir sie finden werden. Zu spät. Frauen nimmt man nicht als Geiseln. Das sind keine Frauen, das sind Soldaten. Wir haben sie mit der Waffe in der Hand gefunden. Nein. Das können wir nicht hinnehmen. Ihr seid sonderbar. Ihr seid bereit, eure Söhne dem Stolz Roms zu opfern. Aber wenn es um eure Frauen geht, ist es was anderes. Ne? Und wenn wir ablehnen? Dann würde der Krieg sofort weitergehen. Rasnal, versprich ihnen, dass sie gut behandelt und respektiert werden. Ja, ich gebe mein Wort darauf. Roms Schicksal liegt in eurer Hand. Vorwärts, Mädchen! Gebt eure Waffen ab! Gib mir dein Schwert. Am Ende des Krieges bekommst du es von mir zurück. Während der Geiselnahme ist Folgendes zu beachten. Rebellion, Führen von Waffen, Fluchtversuche bedeuten den Tod. Von unserer Seite garantiere ich absoluten Respekt und gute Behandlung. Und hört auf, solche Gesichter zu ziehen. Es wird sich alles zum Besten wenden. Marsch! Hast du Vertrauen zu uns? Zu mir? Du bist dir wohl deiner Sache sehr sicher. Ich? Nein. Was wird mit uns geschehen? Ich weiß es noch nicht. Du scheinst kein gefährlicher Kerl zu sein. Du irrst, im Gegenteil. Ich bin wild, grausam. Mädchen verschlinge ich mit Haut und Haar. Glaubst du mir nicht? Es fällt mir schwer. Weint nicht, stolze Keriten. Euer Gold kriegt ihr nicht zurück. Aber eure Mädchen werden eines Tages zurückkehren. Doch wie? Dafür kann ich nicht garantieren. Was gibt es? Die Geiseln! Die Geiseln kommen! Die Geiseln kommen! Alles Frauen. Sehr hübsche sogar. Nicht schlecht, ne? Los, gehen wir ihnen entgegen. Dort rüber. Dort hinten. Drusco! Ja? Komm zurück! Wieso? Du hast mir Schutz versprochen. Ich dachte, den braucht ihr nicht. Es ist wohl nötig, glaube ich. Warum so ängstlich? Wo bleibt der Mut? Du willst uns demütigen, wie? Wir sollen dich um Hilfe bitten. Du bist ein Heuchler, Drusco. Wunderbar. Ich sehe, du fängst an, mich kennenzulernen. Das gefällt mir. Mach Platz! Platz machen! Lasst uns vorbei! Los! Zurück! Zurück! Platz da, sag ich! Mach Platz! Drusco, führe die Geiseln rüber ins befestigte Gelände. Ich vertraue sie deiner Aufsicht an. Sie zu schützen wird meine Aufgabe sein. Rasnal, verstärke die Wacht. Die Eskorte erwartet dich, Lucilla. Mach schnell, es wäre nicht klug, nachts zu reisen. Nein, ich hab's mir anders überlegt. Ich reise nicht ab. Du kannst nicht hierbleiben. Ich möchte dem Untergang Roms beiwohnen. Es herrscht Waffenstillstand. Ich kenne die Römer, Porsenna. Sie verraten dich. Du wirst sie vernichten müssen. Und ich will das mit ansehen. Nein, Lucilla. Wir werden Frieden schließen. Nur das wirst du sehen. Lieber würde ich sterben. Nehmt euch von dem Stroh. Schnell. Drusco! Ich danke dir. Wofür? Na, für alles. Für dein Verständnis, für das Stroh und schließlich für die Sicherheit, die du uns durch deine Anwesenheit gibst. Du bist also nicht mehr so besorgt. Oh nein. Gut. Freut mich. In meiner Gesellschaft ist es verboten, traurig zu sein. Und was wird morgen? Mach dir keine Gedanken. Lilia. Drusco soll eigentlich Filippo heißen und aus Griechenland stammen. Nein, aus Gallien. Man sagt, er sei Fürst und mit Porsenna befreundet. Das sind keine Fürsten, das sind Söldner. Die anderen vielleicht, aber er nicht. Und wie es scheint, ist er auch schon in Rom gewesen. Ja, als Sklave. Er? Ach, du bist verrückt. Oh, Sie sagen, er hat in Korinth gekämpft und viele umgebracht. Das ist nicht wahr. Er hat viele Menschen gerettet und auch Sklaven befreit. Mit dir hat er doch gesprochen. Was hat er gesagt? Nichts. Und du hast ihn nicht gefragt? Warum sollte ich ihn fragen? Das ist seine Angelegenheit. Hören wir auf mit dem Geschwätz. Es ist Zeit zum Schlafen. Hey! Wenn ein Funke fliegt, enden wir alle als Braten. Löscht es. Aufgepasst. Das ist ein schwieriger Stoß. Du musst es schaffen, bis hierher zu kommen. Siehst du? Auf die 7. Du musst an dem hier vorbei. Und an dem? Der Stein muss hier durch. Und hier liegen bleiben. Ja, ist klar. Warte noch. Es ist ein schwieriger Stoß. Besonders schwierig. Wenn du es falsch machst, haben wir die Partie verloren. Also hör jetzt auf, du machst mich ganz nervös. Ja, du hast ja recht. Beruhige dich. Lass dir ruhig Zeit. jetzt ist Schluss. Es ist Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Och, warum denn? Legt eure Pferde und bringt sie zur Tränke. Das ist nicht so amüsant, aber es muss sein. Also los, gehen wir. Na los. Und ihr verschwindet auch. Lucilla, ich habe eine gute Nachricht für dich. Unter dem Tribut, den die Römer gezahlt haben, habe ich deinen Schmuck gefunden. Ich gebe ihn dir zurück. Ich will ihn nicht. Du kannst ihn für mich aufheben. Wenn wir den Krieg wieder aufnehmen, wird er dazu beitragen, Rom zu zerstören. Wirklich? Bis jetzt war ich der Einzige, der so dachte. Ist das wahr? Jetzt sind wir aber zu zweit. Soll ich dir helfen? Danke. Ja, bitte. Danke. Was hast du da genommen? Das ist für mein Pferd. Ach so. Unglaublich, dass hier Waffen verschwinden. Ich habe sie heute Morgen gezählt. Es hat nichts gefehlt. Heute Morgen waren sie noch da. Aber die können doch nicht so plötzlich verschwunden sein. Was ist los? Einige Waffen sind verschwunden. Die dafür verantwortliche Wache wird sofort ausgepeitscht. Das ist kein Anblick für dich. Ich glaube, du irrst dich. Es interessiert mich. Los, beweg dich! Wann hast du bemerkt, dass die Waffen verschwunden sind? Nachdem die Römerinnen vorbeizogen. Lass sie aufhören. Schluss jetzt. Sie trifft keine Schuld. Allgemeine Durchsuchung. Einen Moment. In diesem Lager befehle ich... Ja, nach Porsenna. Es ist sein Befehl. Ihr dort drüben, in der Nähe des Zauns, sucht in dem Strohhaufen. Die Mädchen nach, ob ihr da was findet. Sie sind hier auf dem Wagen. Auf dem Wagen? Unter dem Stroh. Warum hast du das gemacht? Eines Tages wirst du nicht mehr da sein. Wer weiß, ob wir da noch sicher sind. Nein. Waffen sofort zurückgeben. Aber wie? haben da drin nichts gefunden. Seht mal den Heuhaufen da drüben nach. Beeilt euch! Hier, seht! Kommandant! Kommandant! Wir haben sie! Wir haben sie gefunden! Deine Männer sind dafür verantwortlich. So ist das Gesetz. 20 Peitschenhiebe, ich weiß. Dann weitere 20, weil man Unschuldige bestrafen ließ. Und bei 20 kann man schon sterben. Drusco, so will es das Gesetz. Lass deine Männer antreten und greif dir jeden Zehnten. Ich bin's gewesen. Ich bin dafür verantwortlich. Ich gab den Befehl dazu. Nehmt sie fest. Haltet euch bereit. Passt auf. Ich gebe euch ein Zeichen. Nein, Porsenna! Wartet noch. Ich erflehe Gnade für diese Römerin. Was das Leben betrifft, sei sie dir gewährt. Aber sie muss bestraft werden. Überlasse die Entscheidung mir. Wie du willst. Wähle du die Züchtigung. Und du versprichst mir nicht einzugreifen. Ja. Du bist eine Frau. Du weißt, ich halte sehr viel von der Sensibilität der Frau. Ich werde eine Züchtigung auswählen, die der Schande angemessen ist, die ich in Rom erduldet habe. Ich bin in Rom ausgepeitscht worden, wie du weißt. Jetzt wirst du ausgepeitscht. Sie haben mich nackt zur Schau gestellt. Dasselbe soll mit ihr geschehen. Nein. Ich bin nicht dran gestorben, wie du siehst. Ich würde es vorziehen. Ich hätte es auch vorgezogen, aber ich durfte nicht wählen. Zuerst die Peitsche. Fesselt sie! Tu deine Pflicht. Los! Los, mach! Du hast kein Recht. Du hast gesagt, auspeitschen. Und das ist geschehen. Und nun zerreißt ihr die Tunika. Zerreißt du sie ihr? Das ist ein alter Brauch der Barbaren, die Schnecke. Was macht ihr? Macht, dass ihr wegkommt! Entfernt euch! Alle sollen sie sehen! Warum verteidigst du sie? Ich habe dieselbe Erniedrigung erlitten, aber mich hat niemand verteidigt. Wer gibt dir das Recht, meine Befehle zu behindern? Ich behindere nichts. Lilia ist nackt an einem öffentlichen Ort. Genügt dir das nicht? Gib mir deinen Mantel. Kannst du gehen? Komm. Du hast Drusco Dinge erlaubt, die sich niemand erlauben darf. Warum? Ich hatte dir versprochen, nicht einzugreifen. Du wolltest es nicht. Warum hast du mich gerettet? Ah, Ja, warum? Weil ich eine Patrizierin bin? Nein. Und wenn ich eine Sklavin wäre? Hätte ich es auch getan. Auch wenn ich verheiratet wäre? Auch dann. Oder alt wäre? Ja. Hässlich? Sicher. Dann bin ich froh, dass gerade du mich gerettet hast. Und ich bin froh darüber, dich gerettet zu haben. Diese Dunkelheit. Auch darin sind wir uns einig. Schmeckt gut. Woher stammst du? Von weit her. Sehr weit. Kommst du aus einem schönen Land? Oh ja. Wunderschön. Wälder. Überall Wälder. Und große, große Flüsse. Langsame. Außerdem ist in meinem Land eine andere Luft. Man atmet eine andere Luft. Herrlich. Wirklich. Sprich. Willst du mir helfen? Ja, ich will. Hast du nachgedacht? Ja. Stellst du Bedingungen? Sag mir, was ich machen soll. Die Zeit drängt. Mein Plan muss morgen Abend während des Festes im Lager in die Tat umgesetzt werden. Dazu ist es nötig, zuerst die Barbaren loszuwerden, mit ihrem Führer. Du gehst zu Porsenna. Auf mich hört er nicht mehr. Du wirst ihn daran erinnern, wie die Barbaren sich heute benommen haben. Sag, dass ihr Verhalten die Disziplin im Lager gestört hat. Und dass alle anderen Soldaten empört über sie sind. Und es gut wäre, sie aus dem Lager zu entfernen. Und zwar sofort. Nicht? Das soll ich ihm sagen. Genau das. Und wenn es nötig sein sollte, schrei, weine. Porsenna ist einer der Männer, der weiblichen Tränen nicht widerstehen kann, zumal wenn sie von dir kommen. Es wird mir gelingen. Mach dir keine Gedanken darüber. Das Haus, in dem ich wohne, liegt direkt neben dem Forum. Es ist sehr schön, weißt du? Danke. Drumherum gibt es Gärten, Bäume, große grüne Wiesen. Auch die Luft ist sehr gut. Landluft. Hör mal, warum kommst du nicht mal nach Rom, wenn der Krieg vorbei ist? Es würde dir sicher gefallen. Ganz bestimmt gefällt es dir. Sag, in deinem Haus gibt es da Türen? Ja, sicher. Und diese Gärten sind hier umgeben mit Zäunen und Mauern? Selbstverständlich. Dachte ich mir. Drusco! Drusco! Und deine Leute sollen das Lager verlassen. Befehl von Porsenna. Wirklich? Ihr habt die Disziplin gestört. Und deshalb hat er beschlossen, euch zu entfernen. Mich entfernen? Für wie lange? Bis zum Frieden. Bestimmungsort? Das Lager von Vejo. Wann? Morgen. Bei Sonnenuntergang. Ich soll die Disziplin des Lagers gestört haben. Und Porsenna sagt es mir nicht selbst, sondern schickt dich, um es mir mitzuteilen. Ja. Und du billigst das. Drusco, gehorche. Sei unbesorgt. Du kannst dich darauf verlassen, dass es meine persönliche Wache sein wird, die die Geiseln schützt. Eine Anmerkung. Keine Anmerkung. Du musst bald aufbrechen. Es wird ein langer Ritt werden. Bereite dich vor. Geht wohl. Rasnal, du diskutierst niemals die Befehle von Porsenna, aber diesen hier dürftest du nicht so ohne weiteres hinnehmen. Türen in deinem Haus. Aber sie sind immer offen. Vielleicht sehen wir uns in Rom wieder. Ich wollte mich nur von dir verabschieden. Wir kennen uns doch überhaupt nicht. Ein guter Grund, sich kennenzulernen. Die Stunde ist günstig. Hörst du welche Ruhe? Ein Augenblick, der dem Schlaf des Kriegers geraubt wird. Oh, wie gut du sprechen kannst. Hast du etwa im Krieg so sprechen gelernt? Nein, im Gefängnis. Dort waren Dichter, Philosophen. Dasselbe Gefängnis, in dem du gewesen bist, auf dem Hügel. Wo man im Winter erfriert und im Sommer verbrennt. Gemeinsame Erinnerung. Solidarität ehemaliger Gefangener. Ist das etwa ein Versuch, mich zu entwaffnen? Warum sollte ich dich entwaffnen? Wir sind keine Feinde. Du hast doch keine Schuld an der Maßnahme, die man gegen mich ergriffen hat. Doch. Ach. Du hast dich zwischen Clelia und mich gestellt. Aber sie hat dir nichts getan. Du kannst sie nicht hassen. Es ist Rom, das du hasst. Das ist wahr. Hast du sonst noch was zu sagen? Dass diese Stunden für die Liebe gemacht sind. Willst du dich anbieten? Nein. Du hast doch Porsenna. Ich liebe ihn nicht mehr. Gestattest du, dass ich daran zweifle? Soll ich dir das Gegenteil beweisen? Du würdest es dein ganzes Leben lang weder dir noch mir verzeihen. Warum bist du also gekommen? Damit du dir endlich eingestehst, dass dir alles fehlt. Seit dir Publikola fehlt. Was soll das? Ich nehme seine Stelle ein. Du bist verrückt. Wenn er jetzt hier wäre und Sorgen hätte, würdest du ihn beruhigen, ihn trösten und so deiner wahren Liebe folgen. Warum wirfst du mir mein Leid vor? Damit du aufhörst, dich zu verstellen. Damit du endlich aufhörst zu hassen. Das ist nicht deine wahre Natur. Eigenartig, ein Krieger, der den Frieden predigt. Ich brauche ihn. Für deine Clelia? Ja. Und du wirst mir helfen? Nein. Doch. Solange ich weg sein werde, wirst du sie beschützen. Nein, ich kann nichts tun. Du kannst viel tun. Das hast du gezeigt, dass du viel kannst. Ja, aber ich will nicht. Leb wohl, Lucilla. Das Liebste, was ich besitze, lasse ich hier. Ich hole es mir zurück. Aus deinen Händen. Halte dich so lange wie möglich im Lager auf. Wenn du irgendetwas bemerken solltest, kommst du zu mir. Gut. Du lässt ihn großzügig ausschenken. Du wirst es sehen. In Kürze zeigt er seine Wirkung. Der Krieg ist gerade erst vorbei. Aber um sich zu amüsieren, brauchen sie den Kampf. Es ist trostlos. den Pferden was zu trinken. Können wir jetzt schon rasch machen? Absitzen! Führt die Pferde zur Tränke! Trinkt nur, es gibt genug. Was soll das? Warum machst du die Soldaten betrunken? Sie werden die Disziplin vergessen. Und dann? Kriegen Sie Lust auf Liebe. Sollt empfangen, sollt empfangen! Das Fest geht weiter. Jetzt bekommen sie ihren Sold, aber nicht alle. Dass die dann darüber zornig werden, gehört zu meinem Plan. Noch nicht so ein Gesicht. Schnell, schnell, mach schon. Du schlaf nicht ein. Schnell. Schnell, habe ich gesagt. Du machst schon. Weiter. Du bezahlst nur der ersten Kohorte. Und ich soll nichts bekommen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Das ist ungerecht. Wir wollen uns das Soll. Für eine unsinnige Anordnung. Das lassen wir euch nicht gefallen. Wir wollen alle unseren Weiter. Porsenna wird von uns hören. Wenn du mit Porsenna nicht zufrieden bist, geh zu ihm und sag's ihm persönlich. Sag ich dir, wenn du so mit uns weiterredest, rennst du den Hals um! Wohin sie? Lass mich los! Ruhe, Ruhe! Freunde, hört mir zu! Was hast du denn vor? Wir müssen die Verwirrung ausnutzen. Das Stroh kann unsere Rettung bedeuten. Los, weiter! Kommt! Soldaten, ich verstehe euch ja. Ich verstehe euch. Aber das, was Sie gesagt haben, ist nicht wahr. Es darf nicht wahr sein. Keiner hat das Recht, sich an den Geiseln dort drüben schadlos zu halten. Meine Freunde, meine Waffenbrüder, ihr könnt euch doch nicht wie Tiere benehmen. Damit würdet ihr unseren Sieg beflecken. Es sind wunderschöne Mädchen. Respektiert sie. Denkt nur an ihre Familien. Es sind die angesehensten von Rom. Ich verstehe, dass ihr sie begehrt. Das ist natürlich. Aber denkt an ihre Ängste. An ihre Tränen, an ihr verletztes Scham. Und es ist nicht wahr. Es stimmt nicht, dass die etruskischen Wachen sich schon an ihnen vergriffen haben. Ihr sollt es ausgezahlt worden. Sie haben kein Recht mehr an unserer Kriegsbeute, die eher noch euch zugestanden hätte. Dann haben wir das Recht, unserer Kriegsbeute schadlos zu halten. Ihr werdet doch nicht eine so niedrige Handlungsweise nachahmen wollen. Warum sollten wir das nicht tun? Soldaten, seid großherzig. Schluss jetzt! Lass uns rübergehen zum Lagerplatz der Frauen! Nein, Stravos, das nicht! Doch, Lucia. Es muss sein. Nur das kann den Stolz der Römer treffen und sie zwingen, den Krieg wieder aufzunehmen. Und zu verlieren. Du bist gemein. Wir beide sind gemein. Los. Porsenna, die Römerinnen sind auf den Pferden geflogen. Was? Sie haben die Verwirrung heute Abend ausgenutzt. Du bist der Verantwortliche, unternimm etwas. Meine Wachen verfolgen sie, aber ich brauche mehr Männer. Nimm so viel du willst, beeil dich. Ich rate euch, zurückzugehen! Ich befehle! Wenn die Geiseln flüchten, wird der Waffenstillstand unterbrochen und der Krieg geht weiter. Aber warum sind die Mädchen denn geflohen? Aus Notwehr? Keine Rebellion gegen die Bedingungen der Geiseln, um ihre Ehre zu retten. Statt unser unverzeihliches Verhalten einzugestehen, reden wir von Kampf. Das Gesetz ist Krieg. Absurd! Ich verzichte auf die Geiseln. Auf diese Weise verlierst du alle deine Verbündeten. Niemand wird dir zustimmen. Ich hoffe, du bist nicht für das Chaos heute Nacht verantwortlich. Warum diese ungleiche Verteilung des Solls? Ein Missverständnis. Sie haben meine Befehle falsch verstanden. Das hoffe ich. Ich muss dir glauben. Ich muss es. Wenn nicht, müsste ich dir den Kopf abschlagen lassen, um ihn auf dem Forum Romanum dem Mädchen vor die Füße zu werfen. Der Kampf muss wieder aufgenommen werden. Sei doch vernünftig. Er hat recht. Die Fortführung des Krieges ist unvermeidlich. Rasnal, versammle deine Truppen. Alle. Willst du auch die Unterstützung der Latiner? Ich kaufe sie mit meinem Gold. Mit Roms Gold. Ich hätte nicht auf dich hören sollen, Lucilla. Nur Drusco hätte das alles verhindern können. Du sagst nichts? Du hast recht. Es ist besser so. Leb wohl, Porsenna. Ich kehre zu den Unsrigen zurück. Nach Hause. Du wolltest doch den Untergang Roms erleben. Oh, du wirst nicht abreisen. Ich befehle es. Komm. Sieh dir all die Männer dort an. Jung, voller Leben. Wie viele davon werden morgen noch am Leben sein? Ich hab das nicht gewollt. Du hast es gewollt, ohne dir Rechenschaft abzulegen. Und der Erste, der fallen könnte, ist vielleicht Publikola. Ich bleibe. Es ist meine Strafe. Der Senat und die Konsuln schulden dem Volk die Wahrheit. Die Römer müssen weiteres Blut und weitere Tränen vergießen. Der etruskische Druck wird immer bedrohlicher. Wir haben auch nicht die Möglichkeit, dem Feind in den Rücken zu fallen. Wir können nur dem Angriff Widerstand leisten, indem wir unsere Kräfte verdoppeln. Wir müssen zu allen Opfern bereit sein, wenn wir den Stolz, freie Bürger zu sein, bewahren wollen. In diesem Augenblick ist das Schicksal Roms und von uns allen einigen wenigen Männern anvertraut, die von Horatio Coclite befehligt werden und die Pfahlbrücke verteidigen. Schick uns zur Verstärkung! Deine Mädchen in einem derartigen Kampf einzusetzen, wäre Wahnsinn. Wir könnten versuchen, sie von hinten anzugreifen. Und wie wollt ihr das anstellen? Indem wir durch die Kloake reiten. Das wäre Selbstmord. Du und deine Einheit, ihr bleibt hier und wartet auf Befehle. Ohne Diskussion. Brutus! Die Jungen des Gymnasiums wollen bewaffnet werden. Bewaffne sie und schick sie zur Brücke. Wir brechen auf. Hast du die Erlaubnis vom Konsul? Nein. Er hat angeordnet, dass wir warten sollen. Wer gehorchen will, bitte, der kann's tun. Die anderen hingegen legen alle ihre schweren Gegenstände ab. Schild und Wurfspeere sind zu viel. Und jetzt folgt mir. Der Durchgang hier führt direkt zum Ziel. Auf diese Weise gelangen wir hinter die feindlichen Linien. Denjenigen von euch, die aus Angst die Sklaverei vorziehen, wünsche ich amüsante Stunden in den Armen der Etrusker. Vorwärts! Maschinen auf! Sie kommen! Alles absitzen! Clelia und ihre Mädchen kommen! Sie wird sie massakrieren! Worauf wartet ihr, dass sie uns ins Wasser werfen? Bravo! Drusco ist verrückt. Er will sie verteidigen. Umso schlimmer für ihn. Labet! Halt! Last zum Waffenstillstand. Waffenstillstand? Ja, Drusco hat recht. Es gibt weder Sieger noch Besiegte. Last zum Waffenstillstand! Allein ins feindliche Lager, ohne Eskorte und Waffen. Der Stolz der Römer. Den Stolz haben wir von den Etruskern geerbt. Er ist einer unserer größten Fehler. Rom macht ihn zur Tugend. Warum hast du den Waffenstillstand angeordnet? Um eine Niederlage zu vermeiden. Und den Grund für einen Rachezug. Die Basis ist sehr solide. Darauf werden wir unsere Geschichte aufbauen. Zu deinem. Allein. Porsenna, ich bin glücklich über die Entwicklung. Ich auch. Warum willst du nicht sprechen? Antwort. Lucilla. Dein Groll ist nicht berechtigt. Dreh dich doch wenigstens um. Damit ich in deinen Augen lesen kann, was du nicht sagst. Wir werden nie mehr auseinandergehen, nicht wahr? Komm. Im Namen des Senats und des Volkes biete ich dir, was du willst. Auf diese Weise will dir Rom seine Dankbarkeit erweisen. Suche dir einen Palast, der dir gefällt. Den fruchtbarsten Acker. Egal, was du willst, es soll dir gehören. Jede erdenkliche Sache? Ja, jede erdenkliche Sache. Ein Barbar. Darf er vielleicht auch eine römische Frau heiraten? Ein Barbar? Ja, ein Barbar. Es kommt darauf an, um welchen Barbar es sich handelt. Dieser Barbar bin ich. Und wer wäre die römische Frau, die du heiraten willst? Keine. Wieso keine? Weil keine gefragt wurde. Ich werde sie sofort danach fragen. Aber sie braucht Zeit zum Nachdenken. Clelia, versuchen wir die Sache zu vereinfachen, ich bitte dich. Otho, vollziehen wir den Ritus. Ich kenne die Formel genau. Clelia, erstgeborene Tochter des Gaius Valerius. Willst du mich zum Ehemann? Sie will. Und du, Drusco, akzeptierst du? Ja, ich akzeptiere. Im Namen des römischen Senats und Volkes erklärst du uns kraft Gesetz hiermit zu Mann und Frau. Im Namen des römischen Senats... Danke, das reicht.